Endlich ist es soweit. Der fast 10 Meter große Holzbär, den Lehrer Steffen Merler von der Sösteschule mit seinen Schülern gebaut hat, darf aufgebaut werden. Auf einem Feld neben der Bundesstraße 72 wird der Bär seit Donnerstag errichtet. Unterstützt werden der Lehrer und seine Schüler dabei von einem Kranwagen, der die schweren Einzelteile anhebt. Die werden nacheinander miteinander verbunden, bis der Holzbär in seiner Gesamtgröße von 9,90 Meter steht. Bis zum kommenden Dienstag will Merler die Arbeiten abschließen. Dann soll die riesige Figur für den Tier- und Freizeitpark Thüle, der den Bären gekauft hat, werben.